Ich möchte nur einmal zeichnen, wie man einen Zahlenstrahl zeichnet. Ich aktiviere mein Raster und dafür brauche ich einmal ein Symbol. Das Symbol heißt anpassen. Nehme ich die Linie mit Pfeilende. Ich mit Pfeil anfangen, mit Pfeilende. Die packe ich unter meine normale Linie hier. Und dann kann ich schon loslegen. Ich zoome ein bisschen ran mit der STRG-Taste. Und dann zeichne ich zunächst einmal eine kleine Linie von einem halben Zentimeter hier und eine andere Linie hier von einem Zentimeter. Beides färbe ich schwarz ein und darunter kommt dann einmal ein Textfeld, einen Zentimeter breit, und da schreibe ich einmal die 0 hinein. Hier ändere ich die Schriftgröße auch wieder auf 8 und dann einmal auf Zentrierung. Und dann kann ich eventuell noch ein bisschen hochschieben. Ich lasse es einmal unten. Und das Gesamte, das gruppiere ich jetzt. Und dann kann ich auch schon anfangen, das zu duplizieren mit der STRG-Taste und dann hier die 1 reinschreiben. Das Ganze scheint doch noch nicht richtig gruppiert zu sein. Wahrscheinlich hat das Textfeld nicht mitgenommen. Und jetzt dupliziere ich das hier und kann dann fröhlich weitermachen. Und dann zum Schluss zeichne ich noch einen Pfeil. Da möchte ich natürlich das auch einmal als schwarz haben. Und das Pfeilende, das soll ein bisschen anders aussehen. Ich mag ganz gerne diesen Pfeil hier. Vielleicht ziehe ich das noch ein bisschen länger. Und dann kann ich das Gesamte auch gruppieren. Da hat er nicht alles mitgenommen. Gucken. Was hier passiert ist. Da. Irgendwie hat das Ganze nicht erkannt. Ich probiere nochmal das zu gruppieren. Jetzt ist alles gruppiert. Und dann kann ich das in die Galerie ziehen. Eben habe ich gesagt im vorherigen Video, das geht nicht, wenn das gruppiert ist. Ich habe eben gesehen, ich habe das Programm nochmal neu gestartet und dann ging das. Ich ändere hier mal Titel auf Zahlenstrahl. Vielleicht muss ich gleich wieder neu starten. Jetzt ziehe ich das einmal hier rein. Gut, und ich kann das hier, kann die Gruppierung auch aufheben und dann weiterarbeiten. Der Titel erscheint jetzt hier nicht. Wahrscheinlich wieder nach dem Neustart. Eben war es auch so, beim Winkel erschien der Titel nicht. Nach dem Neustart war das dann wieder richtig angezeigt. Da vielleicht einmal schließen und wieder öffnen dann. Falls du Fragen oder Anregungen hast oder einfach nur Material austauschen möchtest, freue ich mich, wenn du auf meinen Server bei Discord kommst, Mathe mit Draw. Den Link zu der Einladung, den findest du unter dem Video.